wenn man dann nach Silicon Valley fährt, ja, ein Ort mit hoher religiöser und spiritueller Qualifikation mittlerweile. Ich kenne so viele Manager, die da hinfahren und völlig verändert zurückkommen, ja, als hätten sie das weiße Licht gesehen. Ja, und dann wollen sie in ihr Unternehmen viel ändern. Die Mitarbeiter wissen gar nicht mehr, was die geraucht haben. Man muss Dinge verstehen und durchdringen, ja, um auch etwas ändern zu können. Und Google hat sicherlich eins verstanden, wie man unabhängig von Regierungen, unabhängig von United Nations und Ethikkommissionen eine Weltplattform hinter dem Rücken oder vor den Augen der Menschheit etabliert, kostenlos anbietet, seine Intimsphäre preiszugeben und daraus wahnsinniges Geld macht. Entscheidend ist ja, dass Leute aus etwas, was der Mensch an und für sich hat, eine Ware gemacht haben, wo der Mensch sozusagen ohne Geld abzugeben oder zu bekommen, trotzdem etwas von sich preisgibt, was für den anderen einen Wert darstellt. Das ist einfach genial. Das ist Einstein-Niveau. Ja, jetzt müssen wir uns aber fragen, was macht das mit uns? Wir wollen nämlich genau das herausfinden. Was macht dieser Hype? Was macht die Digitalisierung? Was macht der demografische Wandel? Was macht Robotik mit unserer Psyche? Und das macht eine Menge. Fragt man in Deutschland im Moment, wie es den Leuten geht, die Zeit und Frau Professor Almendinger haben eine Studie gemacht, das Vermächtnis, eigentlich eine recht positive Stimmung, vor allen Dingen, wenn Leute über ihre eigene Perspektive sprechen. Spricht man aber über die Perspektive der anderen, ja, wie sich die Politik entwickelt, die Welt entwickelt, Brexit, dann wird der Himmel grau. Gleiche To-Be-Head-Trendstudie, ja, die meisten Trend-Mitarbeiter, die in den Firmen befragt worden sind bei der Studie, sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, aber die Befürchtung, dass die anderen nicht mitziehen, die Digitalisierung noch nicht verstanden haben, die ist flächendeckend. Also, wir haben eine paradoxe Situation. Positive Selbstwahrnehmung, erschreckend schlechte Fremdwahrnehmung. Und das bedeutet etwas. Wir haben um uns herum eine völlig neue Technik, die meisten nicht beherrschen. Also ich meine jetzt Programmieren etc. etc. Wir haben völlig neue politische Verhältnisse. Ja. Europa steht in Frage. Amerika, was passiert jetzt? Trump löst sich das auf. Wir haben seit Jahren Syrien. Wir haben Bürgerkriege. Ja. Endloses Leid. Wir haben Terrorismus. Also jetzt kann man so. Daneben auf weniger spektakulärer Ebene haben wir Vertrauensverluste. Vertrauensverluste in Regierungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn man gesund leben will, haben wir unfassbar viel Material. Der Mensch hat vor lauter Material über seine Gesundheit, weiß er gar nicht mehr, was er auswählen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben noch nie so viel Wissen in der Welt gehabt und noch nie so wenig Verständnis im Verhältnis. Ja. Und das führt zu einem latenten Unwohlsein bei den meisten irgendwo. Und psychisch und psychologisch führt das zu einer Übererregung. Und die erleben wir im Moment in der Bevölkerung. Die schon am Rande der Aggressivität sind, die prügeln plötzlich los, ja, oder werden Amokläufer. Und der normale Bürger, der sieht plötzlich alle Dinge eher negativ. Ja. Also Glas halb voll, halb leer, nicht mehr halb voll. Ja. Und der möchte auch schnelle Entscheidungen. Und wenn eine Partei kommt wie AfD, die ich natürlich völlig ablehne, ja, aber die eine bestimmte Bewusstseinshaltung von Bürgern vertritt, das ist ja keine Community, die sich selber hochhypt, sondern die haben Wähler. Ja. Und so wird es auch andere Wähler von anderen Parteien geben, die ihre Unzufriedenheit in einer simplen Weise Ausdruck verleihen. Was sollen sie denn sonst machen im normalen Beruf? Soll ich mich nur hinstellen, eine Homepage machen, etc.? Also man muss die Situation verstehen. Hohe Komplexität und wenig Lösungen in Sicht. Und da tut es natürlich gut, wenn man eine Vision hat. Ja? Und alle Leute in der Zukunftsbranche sind irgendwie Visionäre. Don't be evil, Google, Apple, Steve Jobs, alles plötzlich Heroes. Wo sind die Heroes in der Politik? Wir müssen uns alle wahnsinnig anstrengen. Ja, die Schule fängt an. Und die Schule fängt an für 80-Jährige, für 60-Jährige, vor allen Dingen auch für Chefs, ja, und für die großen Protagonisten, weil da sehe ich im Moment eine unglaubliche Staufunktion, gerade bei Menschen, die über Macht verfügen. Wenn sie im technischen Bereich tätig sind, ja, dann haben sie auch eine andere Mentalität. Da spielen auch Hierarchien weniger eine große Rolle. Aber in Hierarchieunternehmen, ja, die ja auch im humanitären Bereich überall, ja, da merke ich gerade auch bei Leuten, die technisch nicht versiert sind, die wollen sich schützen. Die wollen das Neue ein bisschen außen vor lassen, um die alten Strukturen noch zu erhalten. Weil Digitalisierung heißt, dass diese alte Autoritäts,
Musterhaftigkeit nicht mehr aufrechterhalten wird. Wenn wir über Blockchain reden oder über das DAO, ja, die erste Firma sozusagen ohne Mitarbeiter, die innerhalb von 4 Wochen 160 Millionen Euro generiert hat, das ist zweifelsohne eine neue Welt. Jetzt kann man ja viel quatschen, kritisieren ist die kostenloseste und die einfachste Form geistiger Betätigung. Deshalb will ich auch versuchen, das irgendwie konstruktiv zu machen. Also, ich glaube, wir müssen lernen, und das muss in der Schule anfangen, sozusagen das Selbstbewusstsein, die Selbstermächtigung, die Distanz zu sich selbst, ja, lernen. Das haben aber auch Gerald Hüther, 1000 Leute schon gesagt, darüber gibt es Bücher. Jedes Wissen gibt es eigentlich schon. Wir sind nämlich doch eine relativ intelligente Spezies und viele Wissenschaftler machen auch fantastische Dinge. Auch Geisteswissenschaftler, die leider bei uns in der Gesellschaft kaum noch eine Rolle spielen. Da bin ich beim Denken. Denken wird bei uns leider nicht bezahlt, nur wenn man produktorientiert denkt. Ja. Aber Denken ist genau das, sozusagen das Äquivalent zu Algorithmen. Ja, während Algorithmen uns eine Arbeit abnehmen, ist Denken eigene Autobahnen legen, eigene synaptische Verbindungen machen. Und diese Kompetenz, die brauchen wir, damit wir diese vielleicht wunderbare Technologie auch noch steuern können. Sonst kommt das, was da Google, Ray Kurzweil, Singularity, ja, dass die Computer irgendwann klüger werden als wir. Wir haben eine Riesenschwäche, wir lernen einfach aberwitzig langsam. Ja? Es gibt Computerprogramme, die lernen in 3 Wochen 60 Sprachen. Das finde ich eine Benchmark, gefällt mir sehr gut, würde ich auch gern. Ja? Mir fällt es schwer, ein paar überhaupt angemessen zu sprechen, inklusive die eigene. Also, da sind wir nicht konkurrenzfähig. Deshalb finde ich Computer, Robotik als Hilfsmittel grandios. Natürlich ist die Angst des Menschen, wer bestimmt wen. Nur die meisten Leute sollten auch keine Probleme haben, deren Leben wird sowieso von anderen bestimmt. Machen wir uns doch nichts vor. Also hier ist etwas am Werke, was ich fundamentale Scheinheiligkeit nenne. Und vielleicht ist es aber so, dass eine Blockchain, ja, wo es keine Verträge mehr gibt, ja, wo es keine Anwälte mehr gibt, wo es keine Werbeagenturen mehr gibt, kein Marketing, wo die Leute untereinander Verträge machen, vielleicht ist das die neue Welt und die, by the way, auch eine ganz neue Ethik produziert. Das heißt, wir Menschen untereinander haben Macht. Wir müssen uns verbinden. Und jetzt sind die technischen Möglichkeiten da. Und dann muss ich wieder sagen, über Blockchain können wir das, sollte sich jeder erkundigen. Über Facebook kann man es auch, aber da bestimmt jemand anders. Ja, ich möchte jetzt nicht geschäftsschädigend für irgendjemand sein, sondern es ist ein reines wissenschaftliches Modell. Aber in dem Moment, wo man sich von irgendeiner Firma abmeldet, ja, ist die nicht mehr existent. Ja, Elektrizität. Ja, also wir sind keine Gefangenen. Wir haben uns selbst zu Gefangenen gemacht. Und diese Inhaftierung, diese Selbstinhaftierung, die übrigens ein Luxusproblem ist. Ja, 50% der Menschheit hat ganz andere Probleme. Die müssen gucken, wie sie den Abend erreichen. Ja, da sollten wir selber uns jetzt mal befreien.